Sie werden beschuldigt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Fahrerflucht. Ich bitte Sie immer bei der Wahrheit zu bleiben. Sie wissen, was passiert, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Mein Verteidiger meinte, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, gewinnen wir. Wie bitte? Was? Nein, nein, sowas habe ich nie gesagt. Was soll das? Wenn wir im selben Boot sitzen, dann so, Motherfucker. Also sagen Sie mir, wie kamen Sie drauf, das Auto zu stehlen? Nun ja, das Auto stand vor dem Friedhof und das Auto war alt, also dachte ich, der Besitzer sei tot. Angenommen, es ist so, wieso brechen Sie einfach in parkende Autos ein? Weil mir fahrende Autos zu schnell sind. Das ist doch alles erfunden und gelogen, das ist doch offensichtlich. Er ist wirklich nicht mehr ganz bei Trost. Das ist eine Todesstrafe. Ruhe! Der Nächste, der unaufgefordert im Gerichtssaal etwas sagt, wird rausgeworfen. Tun Sie es nicht. Alle, alle, alle! Keiner, Jungs, alle! Ruhe! Ich ermahne Sie kein drittes Mal. Bitte bleiben Sie locker. Dieser Bluffer, ich dachte, er würde mich jetzt nach Hause schicken.